Hey Leute und willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal, heute mit dem Igler. Ja Leute, heute spielen wir eine Runde Potter Wars auf meinem Server. Der ist jetzt öffnet übrigens, Leute, also joint unbedingt alle auf meinem Server. Und seid dort einfach mal sehr aktiv. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen Erfolg hier auf dem Server haben werden, weil der Server wirklich einzigartig ist. Also hier gibt es ja wirklich Spielmodi, die es sonst auf gar keinem Server gibt. Und deswegen, ja, spielen wir jetzt auch gerade den besten Spielmodus meiner Meinung nach auf dem Server. Und ja, ich denke, ich werde in der nächsten Zeit auf jeden Fall hier einige Videos von dem Server bringen. Natürlich auch von anderen, aber von diesem auf jeden Fall auch einige Videos. Und werde auch einige Livestreams hier drauf machen. Also freu dich da auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, ich wähle jetzt hier erstmal als Kit einfach mal das Madame Pomfrey Kit aus. Dann würde ich sagen, geht's auch in 10 Sekunden los. Ja, jetzt funktioniert auf jeden Fall alles. Also es gibt noch ein paar Bugs, wie zum Beispiel der Display-Name. Das heißt, Timo hier ist eigentlich Ravenclaw, obwohl er hier über dem Skin als Hufflepuff angezeigt wird. Das sieht alles noch gefixt, Leute. Aber ja, wir sind halt eben noch in der Beta. Aber es funktioniert zumindest schon mal, dass man hier spielen kann. Und ich denke, das ist die Hauptsache, dass diese kleineren Bugs, die hindern euch ja nicht am Spielen. Und zum Beispiel Dings vorhin ging der Server gar nicht. Also es hat geleckt. Also die Lecks und so, die sind halt noch da. Da haben wir auch sogar schon eine Idee, woran es liegen könnte. Aber vor allem, wenn man streamt, dann leckt es eigentlich viel mehr so, weil dann viel mehr User auf den Server kommen, als wenn man nicht streamt. Von daher passt das eigentlich alles. Und ja, ich hole mir mal hier Essen. Aber wie gesagt, Leute, joint hier auch nicht drauf, spielt immer aktiv und so. Vor allem, wenn ihr Harry Potter-Fans seid, ist es auf jeden Fall extrem was für euch. Aber auch wenn ihr keine Harry Potter-Fans seid, könnte das trotzdem eigentlich ganz cool werden, mal sowas zu spielen und so. Ich habe Lucky bekommen bei den Bohnen. Alter, mein erstes Mal seit einer Woche. Wow. So, ich habe keine Level mehr. Ich esse mal kurz einen Gäppel. Ja, Leute, übrigens, die Kids könnt ihr noch in den nächsten Tagen auf jeden Fall abusen, sozusagen. Also einfach mal ausnutzen und so. Weil in der nächsten Zeit irgendwann werden die kostenpflichtig sein. Ich hoffe, ich weiß noch nicht, ob, wenn ihr die Aufnahme seht, ob die dann schon kostenpflichtig sind. Vielleicht nicht. Aber sie werden auf jeden Fall bald für Galionen nur erhältlich sein. Momentan sind die halt noch for free erhältlich. Außer hey, die Premium-Kids. Was? Egal. Okay. Ja, das Ding ist, hier bringt es eigentlich so gut wie gar nichts zu hacken, so außer halt Anti-Knockback, so das bringt vielleicht noch einigermaßen was, aber sonst. Ich meine, Fly kann man hier eh nicht hacken auf dem Anti-Cheat, also das müsste eigentlich nicht durchgehen. Und Anti-Knockback kann man halt hacken, aber bringt auch jetzt nicht so krass viel. Das ist das Einzige, was man hier eigentlich richtig krass hacken kann in diesem Spielmodus. Das, wenn man einmal wieder weg. Was, du lagst immer noch. Was? Okay. Ja. Neben Bombarda, dann mit Bombarda kommt man eh gegen nur Hacker an. Ja, Bombarda macht echt viel Schaden. Dafür kostet es aber auch 150, aber ich finde, das ist auch gut so, weil es ist schon sehr stark, wie man hier sieht. Also, der Typ hier ist, denke ich mal, fast tot jetzt, weil ich den runtergesprengt habe und ihn volle Kanne getroffen habe. Und. Oh mein Gott. Hab's noch. Meine Junge, lass mich. Na? Junge, lass mich leben. Lass mich einfach leben. Kennt ihr das, wenn die Füße sagt, ich nehme jetzt auf, jetzt lass mich leben? Nein, kennen sie nicht. Oh mein Gott. Ja, Leute, manchmal sind übrigens diese erste Herzenhälfte von den 20 Herzen, die obere sozusagen, die ist manchmal ganz kurz weg. Müsste aber nicht störend sein, das ist ja nur dann für eine halbe Sekunde so. Ja, geht nicht anders, aber müsste jetzt auch nicht störend sein. Oh mein Gott, wie ich einfach Bombarder nicht getroffen. Gott. Oh mein Gott. Bist du gestorben? Nein. War fast. Oh, Alter. Spannendste Runde ever. Okay. Oh mein Gott, die ist halt echt sau spannend gerade. Alter, guck mal, wie in Potter Wars immer die ganze Map voller Blöcke ist. Ja, aber ich muss sagen, Potter Wars ist echt extrem geil. Also, ich feiere den Spielmodus und es liegt nicht daran, dass es mein Server ist oder so. Ich feiere ihn einfach so. Nein. Ich feiere ihn einfach generell, so die Idee und so. Und es macht Bock, mit den Zaubersprüchen hier sowas mal zu spielen. Und ich hoffe einfach mal, dass der Server vielleicht so einen kleinen Hype erhält oder so, weil, keine Ahnung, ich feiere es einfach, diesen Spielmodus. Und ich denke, viele andere auch. Wenn man sich hier im Vergleich, also wie voll der Server ist, sich dann mal anschaut, wie viele Leute immer um Potter Wars drumstehen und warten, bis der nächste Server online kommt. Es ist schon nice. Also, der Spielmodus scheint hier allgemein auch sehr gemocht zu sein. Ich persönlich finde ihn halt auch richtig cool. So. Junge, wie er sich immer runter. Junge, willst du uns aber auch ein bisschen folgen? Oh mein Gott, nein, nein. Oh mein Gott. Oh nein, scheiße, was für ein Lacker. Oh mein Gott. Ich trau mich nicht zu switchen. Ich auch nicht.
Du auch, ne? Nein! Ja. Du bist auch gestorben. Ja, okay, dann rollen wir jetzt. Ich spreche jetzt die ganze Luft. Dings in die Luft. Ja, okay, Leute, ich kann nicht einmal das Troll-Plugin zeigen oder auch nicht, weil er schon gewonnen hat. Egal, ich kann trotzdem noch Sachen. Nein. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns nochmal in der nächsten Runde, da spielen wir nochmal eine Runde und so. Aber wie gesagt, Leute, joint alle auf dem Server. Dann bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier in der zweiten Runde und ich spiele gerade mit dem Snape-Kit. Ja, mal gucken, ob wir damit was reißen. Ich habe ja am Anfang mit dem Madame Pomfrey-Kit, glaube ich, gespielt und jetzt spielen wir auch mal hier mit. Und gucken mal. Aber wie gesagt, Leute, joint unbedingt drauf und so. Wäre cool, wenn da jetzt mal wieder ein paar aktive Spieler bei rumkommen und nicht so wie beim letzten Mal irgendwie nur so 3-4 Leute da drauf waren. Wäre auf jeden Fall cool, wenn das da vielleicht mal so einen kleinen Hype oder so haben würde, weil wir da einfach wirklich ein neues System haben, was eigentlich sehr, sehr vielen Leuten gefällt. Mir persönlich auch irgendwie extrem. Und ja, ich spiele wirklich gerne und so. Und deswegen wäre es natürlich cool, wenn man da wirklich auch einige User zusammenbekommt. Aber müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie dann hinkriegen. So. Mal schauen, ich kill den jetzt hier einfach mal weg. Oder auch nicht. Oder auch doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Geh mal lieber hier mit hin, so. Oh mein Gott. Oh. Okay, er used hier seinen Bogen. Okay. Hä? Lol. Er springt einfach. Ja, moin. Ja, gut, Leute. Dann ist es jetzt eine etwas kürzere Aufnahme, würde ich sagen. Joint auf jeden Fall auf dem Server. Es gibt zwar noch einige Bugs und so, aber bitte verzeiht uns das. Wir sind halt noch in der Beta sozusagen. Ja. Aber trotzdem, joint hier unbedingt mal drauf. Spielt einfach mal ein bisschen was und so. Und wenn der Server mal ab und zu in Wartung ist, dann ist das vielleicht mal für eine Stunde so, weil wir dann einige Updates drauf spielen und so. Aber seid unbedingt einfach mal dabei und zockt einfach mal hier aktiv auf dem Server, weil wir uns wirklich Mühe gegeben. Und wir wollen natürlich, dass hier auch wirklich dann, abgesehen von Streams, auch mal einige User sind. Also nicht nur, wenn ich streame, sollen User drauf sein, sondern natürlich auch, wenn man nicht streamt und so. Deswegen, ja, zockt einfach mal hier ein bisschen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Da würde ich sagen, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut nicht bei Schmiegler vorbei. Und dann wär's mit dem Video. Haut rein und ciao, Leute.